Und ich freue mich sehr, dass so viele von euch wieder dabei sind. Wir haben mal wieder ein ganz interessantes Programm vorbereitet. Es gibt einen Jahresrückblick, eine Photoshop-Challenge, ein kleines Gewinnspiel. Und wir werden uns ein bisschen austauschen über das, was heuer. Oliver, was findest du eigentlich, war heuer so eine wichtige Innovation für dich? Ja, also liebe Leute, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, also von der Equipment-Seite her, also so von der Hardware, sage ich, hat mich heuer also nicht wirklich was schwer beeindruckt, also jetzt abseits von Canon oder sonst irgendwelche Hersteller. Aber was mich beeindruckt hat, das ist jetzt erst in den letzten Wochen veröffentlicht worden. Es gibt zwei neue Anwendungen oder Apps. Da ist es, jawohl. Ich gebe euch jetzt den Bildschirm frei. Ja, da sind wir schon neugierig, was da jetzt kommt. Ja, und zwar, das ist das Erste. Dieses Bild, diese Person, die gibt es nicht. Diese Person ist künstlich generiert worden und die App heißt Lensa. Auch diese Person gibt es nicht. Also das macht eine App. Man kann da auch sein eigenes Foto einschicken, zahlt 3,50 € und dann bekommt man Varianten oder so Kunstwerke von diesem Bild. Ja, Also das wäre das. mir eine Challenge für das nächste Jahr. Ja, also ich sage mal, wenn du das mit Photoshop bauen willst, also Menschen, also du hast das Grundmaterial, Augen, Nase, Mund und alles, also sitzt dann Tag für so ein Bild. Wenn du sagst, das eine. Ja, und das andere, ich gebe euch jetzt noch den, ich muss jetzt nur schnell das wieder aufrufen, das war das. Das andere ist auch recht spannend. Also die Innovation heuer ist auch wieder so eine künstliche Intelligenz mit Software. Und zwar ist es diese Software Midjourney. Und Midjourney, da gibst du schlagwortartig Texte ein, also Wörter ein. Du sagst Wald, Wolf, Spiegel und Wiese und dann erstellt diese Software dir Bilder. Also das heißt, diese ganzen Bilder sind entstanden, weil jemand da einen Text eingegeben hat, der zum Beispiel gesagt, ja, Mond, Wasser, Frau, romantisch, und dann hat diese App dieses Kunstwerk gemalt. Oder das zum Beispiel. Also da gibst du mit dem Text ein, blonde junge Frau, Blätter als Gewand und vielleicht nur irgendeine Farbe grün und dann malt diese App innerhalb von 30 Sekunden dieses Bild. Beeindruckend, oder? Da wissen wir die Leute, wissen schon, was die Leute in Weihnachtsferien machen. Ja, Ja, genau, also richtig. das ist für mich der spannende Teil in diesem heurigen Jahr, also wenn du sagst, Karl, Innovation. Also ich gebe es ein bisschen banaler. Für mich war eigentlich die Innovation nach wie vor der Autofokus der aktuellen Kameras. Und ich habe mir dann mit der Canon EOS R6 und R5 waren wir da schon sehr weit fortgeschritten. Und ich konnte kaum mir vorstellen, dass das noch besser geht. Aber mit der Canon EOS R6 ist es noch einmal getoppt worden. Also das ist unglaublich. Und da wird uns das eine oder andere noch erwarten. Es wird auch noch mehr künstliche Intelligenz in die Kameras kommen, ähnlich wie in die Mobiltelefone. Und das wird vielleicht auch noch dann spannend werden, was dann noch alles auf uns zukommt. Ja, also, was du das jetzt sagst, Karl, Autofokus, natürlich ist das ganz was Tolles. Ich arbeite ja mit der R5 und produziere ja auch Filme. Und wenn jetzt diese interviewte Person geht, ist mir das vollkommen egal. Also, weil ich setze den Augenautofokus ein und die Kamera hält den Fokus auf die Person, auch wenn sie jetzt auf die Kamera zuspaziert und halt das Interview gibt. Genau. Also das ist das Autofokus beim Filmen war sowieso immer problematisch. Das geht viel besser. Natürlich auch beim Porträtfotografieren. Wenn ich jetzt Landschaftsfotograf bin, dann ist sozusagen diese Geschichte vielleicht nicht so interessant. Aber das kommt halt immer darauf an, was man fotografiert. Und gerade für Leute, die Tiere fotografieren oder Sport, also da ist dann natürlich sicher sehr interessant, wenn der Autofokus entsprechend schnell ist. Ja, Na aber gut. Karl, Entschuldigung, das möchte ich noch sagen, weil du jetzt Ja. die Landschaftsfotografen erwähnt hast. Also seit es die Systemkameras gibt, bin ich so glücklich über den Sucher, den elektronischen. Weil früher, wenn du jetzt bei blauem Himmel Sonnenschein ein Landschaftsbild gemacht hast, hast du es ja am Display ja fast nicht gesehen.
entweder hast du mit dem Pullover abdunkelt, dass du das Bild anschauen hast können, oder du hast das eine eigene Sucherlinse mitgehabt. Und nein, jetzt, das stimmt schon. Das ist schon, jetzt schaue ich mir das durch den elektronischen Sucher an, das Ergebnis, und sage, ah ja, passt, vielleicht noch Spur heller. Fertig. Das finde ich ganz genial. Und ich glaube auch die Lernkurve, wenn man zum Beispiel viel Gegenlicht fotografiert, wenn man sofort sieht, was dann geboten wird, also das ist sicher auch ein großer Vorteil, wenn man eine große Lernkurve hat. Ja, wenn bei Spiegelreflex mache ich jetzt erstmal ein Foto, schau mal die Belichtung an über die Play-Taste und dann mache ich das Ganze noch einmal, wenn es mir nicht passt. Dann werden wir mal ein bisschen im Programm weitergehen. Wir werden heute Werbeeinschaltung sehr gering halten. Ich möchte nur vielleicht ganz kurz auf die Online-Kurse im Jänner aufmerksam machen. Wir haben in Dr. Thomas Höhne ein Webinar Recht in der Fotografie. Da können Sie auch vorab schon Fragen einschicken, wenn ihr möchtet. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Lightroom Teil 1 bis 3. Es wird auch wieder zwei kostenlose Webinare geben, also wieder Präsentation der Fotowochenende geben für die Leute, die noch nicht dabei waren. Und ein zweites Thema auch noch, das werde ich aber noch bekannt geben. Wir sind ja am Christkindlmarkt unterwegs gewesen, jetzt am letzten Donnerstag. Das Wetter war ja ein bisschen durchwachsen und die Fotos sind jetzt von der Brigitte. Was interessant ist, man hat also einiges neu gestaltet wieder, also beim Herzlbaum und so weiter, also wenn jetzt jemand von euch noch gehen mag, also es lohnt sich schon auf alle Fälle und speziell so am Nachmittag in der blauen Stunde wäre das natürlich eine tolle Sache. Wir haben natürlich der Schärfe und der Unschärfe gefrönt, wie immer. Also das war natürlich so eines der zentralen Themen. Aber ihr seht hier diese schönen Kontraste, rot-blau, also Übergang Tag-Nacht. Ja, das kommt uns schon richtig gut. Oliver, du bist ja so ein Farbenmeister und du machst es halt mit Licht, machst Licht oft selber. Bist du auf Christkindlmärkte manchmal unterwegs oder gar nicht? Ah, oh ja, also ich war jetzt in Salzburg am Christkindlmarkt. Das ist auch ein ganz romantischer Christkindlmarkt, da direkt am Domplatz oder um den Dom herum. Und überhaupt, wenn dann so diese blaue Stunde eintritt, dann mache ich auch Fotos. Aber wenn ich jetzt mein Canon R5 nicht mit habe, dann mache ich das halt mit dem Telefon. Aber mache ich trotzdem, ja. Fein. Und am Freitag waren wir dann beim Fotowalk Illumina im Stiftkloster Neuburg. Also der Fotowalk ist, glaube ich, nur bis Ende des Jahres. Und man hat auch so eine tolle Lichtinstallation. Illumina ist ja in Laxenburg im Stiftkloster Neuburg und im Schloss Graveneck. Und diese LED-Figuren natürlich, die verleiten schon zu fotografieren und für gewisse Dinge zu machen. Die nächsten Bilder sind jetzt von der Elisabeth und wir waren hier sozusagen im Zoom-Rausch. Also wir haben gesummt, was sozusagen die Kamera hergibt mit einer Sekunde Belichtungszeit. In dem Fall am Stativ und aus dem Zentrum herausgezoomt, damit man diese schöne symmetrische Form bekommt. Es war im Hof vom Stift. Kloster Neuburg war eine Gebäudeprojektion und da hat man unter anderem auch diesen interessanten Weihnachtsbaum projiziert. Man muss sich vorstellen, diese Projektion geht über das ganze Haus, so also riesig. Und natürlich sind da ganz, ganz viele Fotomotive. Die nächsten Bilder sind von Volker. Der Volker hat eigentlich begonnen, Volker und Elisabeth sind heute leider nicht in der Sendung, die sind verhindert. Aber der Volker hat quasi mit der Zoom-Symphonie begonnen. Man muss einfach dann ein passendes Motiv suchen. Das Zentrum des Motivs sollte in der Bildmitte sein. Und das wäre, wie gesagt, das Wichtige. Aber man sieht, die zwei haben das eigentlich sehr, sehr gut hingekriegt. Und sozusagen das Foto so schaut, dieser Pfau realistisch aus. Und wenn man dann richtig zoomt, hat man dann so ein Ergebnis. Und das ganz ohne künstliche Intelligenz. Jetzt kommt die Maria, die heute auch in der Sendung ist. Maria, kannst du vielleicht zu deinem Bild links was sagen? Das Bild links ist mit einem Sternfilter gemacht. Hast du tatsächlich noch einen Sternfilter mitgehabt, also nicht am Photoshop? Ja, das ist ein Präsent für dich, weil du Stern da so sehr liebst. Du, ich war vollkommen fasziniert und fassungslos, weil natürlich kenne ich diese Sternchenfilter, aber dass es noch irgendjemand gibt, der diese Filter hat, also mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass man am falschen Fuß erwischt. Ja, macht nichts. Aber Karl, ich habe auch noch so einen Filter. Ja, ich muss schauen, ich habe auch noch irgendwo einen. Ja, fürs Filmen ist das auch lustig. Ja, und der rechte, das rechte Foto? Das ist Photoshop.
Okay. Die Welt, ganz einfach. Ja, ich habe mir gedacht, du hast schon so komisch gewackelt nach dem vierten Glühwein, dass das so wurde. Nee, also das ist, Photoshop. Ja, also Links, das ist ja total faszinierend. Das schaut so aus wie bei irgendeiner Show mit Florian Silbereisen, wo so 100.000 Lampen auftreten haben. Aber wenn man das so nur dann und wann einsetzt, also ich bin sprachlos. Und die Maria war dann bei der letzten Bildbesprechung nicht dabei. Die hat jetzt noch zwei Fotos von der Illumina im Schloss Laxenburg mitgebracht. Und da hätte ich zum zweiten Foto noch eine Frage. Was hast du mit dem Herz gemacht? Also das Herz war mir zu dunkel und zu simpel. Jetzt habe ich es auch Photoshop kopiert und mit dem Weichzeichnungsfilter, mit diesem radialen Strahlenfilter, betont und dann das Herz noch einmal drüber gelegt. Also es ist eine Photoshop-Spielerei und ich finde, das Herz gehört halt richtig herausgehoben. Deswegen habe ich das gemacht. Ja, das passt in dem Fall, finde ich sehr gut. Es ist ein bisschen kitschig, aber ja, für mich mit dem Motiv okay. Darf es kitschig sein. Ja. Was sagt unser Dr. Photoshop? Ja, also Lob an die Fotografin und an die Bildbearbeiterin. Danke, danke, danke. Gefällt mir gut, das Bild. Also das finde ich, finde es nicht kitschig. Ja, zumindest auch sehr angesprochen, so am ersten Blick. Freut mich. Diese beiden Bilder sind jetzt vom René, ich glaube, der ist heute nicht da. Aber es war so interessant, es hat jeder so ein bisschen einen anderen Blick auch, wie immer. Und das Ganze zieht sich dann quasi durch das ganze Stift mit unterschiedlichsten Motiven. Und das war natürlich bei uns auch so die Devise, Vordergrund macht Bild gesund. Und gerade diese LED-Lampen im Vordergrund und hinten dieser Zweig, dieser LED-Zweig, also das schaut wirklich sehr, sehr interessant aus. Dann kommt jetzt noch ein Bild, da seht ihr ein bisschen so diesen Gesamteindruck der Projektion. Und das ist also im hinteren Hof vom Stiftkloster Neuburg. Kamera am Stativ, eine Sekunde Belichtungszeit, Blende 8. Also das ist auch rein so als aufnahmetechnisch überhaupt kein Problem. So, die nächsten Fotos sind dann vom Engelbert. Und wenn man jetzt, also man kommt quasi in den Stiftshof hinein und geht dann über so einen kleinen Berg runter und dann unten an diese ganzen Lichtskulpturen angeordnet. Ein bisschen entrisch ist der Eingang. Also wenn man da jetzt hier schaut, hat man so, das ist quasi ein Stiegenaufgang und das war sehr, sehr mystisch und man konnte die Leute auch in Unschärfe legen. Also das war ein besonderer Einstieg zu diesem Photowalk. Und das nächste Bild dann quasi war jetzt sozusagen so ein Durchgang mit diesem schönen Bogen. Und da haben wir dann versucht, das möglichst symmetrisch zu fotografieren. Die Beleuchtung mit verschiedenfarbigen LEDs, das gibt dem Ganzen natürlich mit dem Gelb und dem kühlen Blau, Violettton, der da im Inneren vorherrscht, das gibt dem Ganzen natürlich eine entsprechende Wirkung. So, Oliver, was waren heuer so deine persönlichen Highlights im Fotojahr? Ja, also im Fotojahr ein ganz besonderes Highlight war, ich hole jetzt ein bisschen aus, also es ist ein Handyfoto, das mein absolutes Highlight ist. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber meine Mutter ist jetzt über 80 Jahre, hat im Mai Rasen gemäht, ist zu Sturz gekommen und hat einen ganz komplizierten Bruch im Sprunggelenk sich zugezogen. War dann 3 Monate bettlägerig, also praktischer Pflegefall. Also meine Geschwister und ich, wir haben uns da abgewechselt und hat 3 Operationen gehabt. Und jetzt ist es so, dass sie jetzt wieder voll fit ist, wieder herumfliegt wie eh und je und auf den Beinen unterwegs ist und das Weihnachtsfest dementsprechend auch wieder stattfinden wird. Also wenn mich das jemand im Sommer gefragt hätte, hätte ich gesagt, na, ganz bestimmt nicht. Und das ist eigentlich das Highlight. Das Handyfoto habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber das ist so mein persönliches Highlight. Aber beruflich, also Karl, wenn ich das jetzt auch zeigen darf, hat es auch ein großes Highlight gegeben.
Ich gebe euch jetzt da kurz meinen Bildschirm frei. So, jetzt müssen wir schauen, freigeben, jawohl. So, und zwar habe ich einen ganz tollen Auftrag gehabt für die Firma Rachbauer. Die sind aus der Region Salzburg, sind spezialisiert auf Kräne und Hebetechnik. Und man sieht eh diese ganzen Spezialfahrzeuge. Und das war ein Auftrag genauso, wie ich es liebe. Nämlich um 4 Uhr in der Früh sind wir gestartet, haben dieses Bild da gemacht vor Sonnenaufgang von dem Firmensitz. Dann ist natürlich weitergegangen, die ganzen Mitarbeiter fotografieren, also in Szene gesetzt mit diesen ganzen Geräten. Also ich liebe ja auf der einen Seite die Industrie und dann noch die Menschen dementsprechend zu fotografieren. Und diese Fotos schauen alle so simpel aus, aber die waren hochkomplex, weil diesen schweren Kran platzieren so und den Kran platzieren und dann auch bei diesen Lichtverhältnissen habe ich natürlich auch meine Blitze aufgebaut gehabt. Also man sieht auf den Bildern nicht, dass geblitzt wurde, aber trotzdem haben sie so einen natürlichen Charakter. Und nach diesen Personenshootings sind wir dann noch die ganzen Baustellen abgefahren an dem Tag. Und ihr seht eh, Hebefirmen heißt, man muss hoch nach oben. Da hat mir der Stapler so über die Kanten noch hinauskommen, dass ich überhaupt diese Perspektive ergattere, da bei dem Übergeben der Ladung. Oder ich war ganz hoch oben am Kran, da war eine Baustelle direkt am Wolfgangsee. Und wenn du da nicht schwindelfrei bist, weil ich habe dann auch da, bin ein bisschen hinausgeklettert und habe natürlich dann, damit ich die dementsprechenden Perspektiven einfangen kann, das so fotografieren müssen oder da. Also ihr seht eh, also ich bin da gestanden, habe das Stativ weit drüber gehalten, da über dieses professorische Geländer, damit ich überhaupt diese Perspektive da einfangen habe können. Und auch da, also das ist der Wolfgangsee, das ist der St. Wolfgang. Also das war die große Baustelle, die neue Talstation von der Zahnradbahn oder von dieser Bahn auf den Schafberg hinauf. Und das, da sieht man noch den Rohbau. Also ihr seht, da wird am Dach gearbeitet und da werden halt diese Hebegeräte von der Firma Rachbauer verwendet, um dann halt da an diesem Dach zu arbeiten. Ja, und dann gehe ich halt noch ein paar Schritte zurück, damit ich halt diese wunderschöne Halle da auch noch drauf kriege und plötzlich über mir eine Riesenschreierei und ich denke mir, was ist da los? Schau hinauf aufs Dach, ist das Dach lichterloh in Flammen und brennt. Also das Ganze hat dann so ausgeschaut. Die Mitarbeiter da von der Schafbergbahn haben sofort reagiert, haben das ganze Feuerwehr-Equipment, was da in der Nebenhalle war, ausgepackt und haben sofort mit dem Löschen begonnen. Ihr seht eh, da oben rennen noch die Dachdecker um und um. Und wenn diese Mitarbeiter da nicht so schnell reagiert hätten, der ganze Bau wäre abbrennt. Also das ist so schnell gegangen. Und dann hat die Firma Rachbauer noch das eine Gerät da hergestellt, damit der Mitarbeiter von der Zahnradbahn da noch besser in der Höhe löschen kann. Ich habe dann die Feuerwehr telefonisch verständigt, weil alle anderen sind ja wie paralysiert da gestanden und haben sich nicht bewegt. Und wie die Feuerwehr da war, ist eigentlich der ganze Brand schon gelöscht gewesen. Also das war das Tolle. Und da hinter mir, also genau zu meiner Rückenseite von dem Foto, haben die ganzen Leute gewartet, damit sie mit dem Zug auf dem Schafberg auffahren können, aber die Bahn ist zu dem Zeitpunkt hat nicht fahren können, weil die ganzen Mitarbeiter gelöscht haben, aber da hat sich keiner aufgeregt, weil die waren so begeistert von diesem Spektakel, das da live miterlebt haben. Ja, und ihr seht eh einen ganzen Tag Fotografie und da habe ich halt sehr viel erlebt an diesem Tag, was jetzt noch immer halt so eine bleibende Erinnerung für mich ist. Und Rachbauer war dann sehr zufrieden mit den Fotos. Nicht nur die klassischen Bilder, sondern auch dann diese Heldenfotos, die also weil alle da zusammengeholfen haben und gelöscht haben. Ja, Karl, also das ist so mein Highlight von dem einen Job da, den ich gehabt habe. Ja, das hört sich ja sehr, sehr spannend an. Ja, also ja, war's auch. Mein Highlight war sicher mal der Online-Fotokurs, der mich an den Rand des Wahnsinns gebracht hat im Frühling, den einmal auf den Weg zu bringen. Und dann war ja natürlich sehr, sehr viel los, weil ich war ja unterwegs. Zuerst war ich ja im Februar in Madeira, dann noch einmal im Mai und dann über den Sommer natürlich auch die Fotowochenenden und im Herbst jetzt die Foto und Adventure, die sehr, sehr erfolgreich war. Und das E-Book ist jetzt auch fertig und es ist vielleicht jetzt sogar in Schwebe, dass das gedruckt wird.
Das heißt, jetzt gibt es noch einmal eine gescheite Runde im Jänner, um das Ganze zu überarbeiten und noch zu ergänzen. Und ich habe vielleicht auch eine tolle Ansage am 24. Jänner, also ihr werdet es eh noch erfahren, ist hier bei uns die Vernissage. Und zwar, das heißt Nahostbilder. Ich stelle meine Syrien-Fotos aus. Also da gibt es eine ganz kleine Weinbar, aber die haben ein tolles Lichtsystem. Und am 24. Jänner um 18 Uhr ist die Vernissage. Aber es wird bei uns auch noch online gehen demnächst mal. Und da werden dann 30 analoge Fotos ausgestellt. Das sind also Hasselblatt-Negative, die 30 Jahre alt sind. Und die sind so in schönem Zustand. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe die aus den Hüllen rausgenommen und die haben ausgeschaut wie am ersten Tag. Und von den Kleinbild-Negativen, also das waren, da waren einige, die waren auf diesen, da hat es einen Negativfilm gegeben, der schwarz-weiß war von Infort, die waren aber kaputt. Aber jetzt bekommen wir einen Nikon, einen LS9000, so einen Dia-Scanner, also ein Mittelformat, weil die letzten Dias und Schwarz-Weiß-Negative noch einscannen, werde ich aber dann auch im Frühling einmal berichten. Aber wir möchten nicht nur die eigenen Sachen zeigen, es haben auch ein paar von euch haben uns Fotos geschickt. Ich werde mal ganz kurz den Bildschirm freigeben und vielleicht kann sich der Helmut schon mal bereit machen, der Helmut Kagel, um uns da ein bisschen was zu sagen. So, eine Sekunde, ich werde da gleich mal den Bildschirm freigeben und wir werden da um eines weitergehen. Helmut, wenn du da bist, ich habe dich schon gesehen, kannst du ein bisschen was zu den Fotos sagen. Der Helmut hat mal geschrieben, das war sehr, sehr nett. Liebe Fotofreunde, ich war mit Kalle in der Blauen Stunde unterwegs. Das war noch vor der Pandemie 2019. Ziel war das Krankenhaus Nord, was mich daran so begeistert hat, dass ich vormals an diesem Ort als ÖBB-Techniker gearbeitet habe und meinen Dienst versehen habe. Nun sah ich erstmals diesen Prachtbau, der durchaus umstritten war, nicht nur von außen, sondern auch von innen und durfte mit der Fotoschule kurz vor der Eröffnung die Räumlichkeiten im Detail mit der Kamera festhalten. Es war für mich durchaus ein mit Emotionen verbundenes Erlebnis, als Hobbyfotograf an meine ehemalige Wirkungsstätte zurückzukehren. Also Helmut, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass du uns das Bild geschickt hast. Auch eine super, finde ich, interessante Geschichte. Und ich habe jetzt das Parlament angefragt. Ab 12. Februar wird es wieder möglich sein, das Parlament zu besuchen. Und ich bemühe mich, dass wir einen Fotowalk im Parlament bekommen. Dann haben wir den Uli Schneebauer, mein kongenialer Partner von dem Fotowochenende der Südsteiermark. Und der Uli hat mir 4 Fotos geschickt und ich werde mal das erste Foto einblenden und würde den Uli mal bitten, ein bisschen was dazu zu sagen. Da ist er was. Ja. Genau. Schönen guten Abend aus der Südsteiermark. Ja, das ist eben ein Foto aus der Südsteiermark. Das war von unseren Fotofreunden zum Thema Baum. Und das Bild ist sehr gut angekommen, habe das dann auch beim Wettbewerb eingereicht und habe da einen ersten Platz damit gemacht. Also ab und zu hat man halt einen Klick. Ja, na, das ist Können. Und den Baum habe ich sehr oft schon fotografiert und jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, schaut der anders aus. Also ganz eine tolle Geschichte. Weißt du, die guten Fotos werden ersessen und nicht erlaufen, wie wir immer sagen. Dann haben wir gleich das nächste. Ja, das ist ein Bild, das Foto ist so entstanden, ich bin 2 Kilometer von dem Kreuz entfernt und habe mir über Fotobilds und Time and Date im Internet die genauen Grade ausgerechnet. Dann habe ich meinen Sohn mit seiner Freundin da raufgeschickt und wie dann der Mond gekommen ist, hat man genau, ja, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Sekunden Zeit, um so ein Bild zu machen. Man glaubt, dass der Mond eh da ist. Nur wenn er ein bisschen ausschaut, ist es zu wenig und wenn er abhebt vom Hintergrund, ist es zu spät. Und diesen kleinen Bereich, den muss man halt erwischen. Entschuldigung, was hast du denn da für eine Brennweite genommen? Da habe ich das 100-500 gehabt, also 500 mm plus ein Zweifachkonverter. Also 1000? 1000, ja. Und ich muss sagen, das ist die Qualität von dem 500 mm plus dem Konverter, das ist einfach so gut. Der einzige Problem ist es auch nicht. Es lässt halt dann die Blende ein bisschen nach. Es macht zu auf 11, auf Blende 11, aber das ist bei dem Mond, den wir
Ja, sowieso, aber mit einem 100, glaube ich, 160stel habe ich den fotografiert, macht diese Blende 11 eigentlich nur den Vorteil, dass man vorn und hinten scharf hat. Also eine klasse Geschichte. Kann ich von der Bildqualität, glaube ich, dass dieser, die neuen Konverter gar nichts wegnehmen. Und das Problem ist sowieso, wenn ich jetzt ein anderes Objektiv habe, 100, 400 oder 150, 600, wenn ich da einen Konverter reingebe, bin ich genau wieder auf der Blende 11. Also es ist eh gehüpft wie gesprungen. Ja, und das funktioniert ganz gut, ja. Gut, dann geht's. Jedenfalls habe ich für das Foto sicher 2 Jahre gebraucht, weil es muss das Wetter passen, es muss der Mond dort aufgehen, wo man will, und dann die ersten Versuche sind halt fehlgeschlagen, weil der Mond einfach zu schnell war. Ne? Und dann hat es halt einmal gepasst. Wie oft warst du dort, Uli? Ja, sicher 4, 5 Mal. Und das war der 5. Versuch dann? Oder so kann man sagen, ja. Ja, okay. Ja. Uli, ich habe jetzt noch eine Frage. Haben da deine Kinder da das Gipfelkreuz mit einer Taschenlampe angeleuchtet und hast dann fokussiert auf das oder wie hast du den Fokus gefunden? Den Fokus habe ich gefunden in der Abenddämmerung. Habe ich das schon aufgestellt, Stativ, habe dann auf manuell geschaltet, wie ich scharf gehabt habe, und habe das nur mehr dann das Stativ rechts oder links halt ein bisschen verrückt, dass es genau passt hat. Also man muss das relativ bald machen, aber der Mond, es ist ja nur so finster rundherum, weil der Mond so hell scheint, nicht? Und mit einem 100stel oder 160stel erscheint in der Abenddämmerung halt alles schwarz. Ne? Ja, und der Mond ist ja hell genug zum Scharfstellen. Eben, ja, aber der Mond schon, aber ich habe aufs Kreuz scharf gestellt. Ja, das ist auch ein Foto, mit das hat bei uns geheißen, das war das Thema Sommersonne. Und da war halt in der Früh, ja, Gewitter im Anzug. Und die Sonne hat halt gerade noch ein bisschen rausgescheint. Also das ist einfach, das ist ein echter Schnappschuss. Ja, und bei dem Foto, Karl, warst du eh dabei. Ja. Das war am Sölkpass Richtung Süden, wo dann so die letzten Sonnenstrahlen mit den Wolken ein bisschen, ja, einfach eine schöne Tiefenstaffelung ergeben haben. Die Sölktäler sind ja auch wieder ein Ziel von einem Fotowochenende nächstes Jahr im Oktober. Und der Uli und ich werden im Jänner in die Sölktäler fahren mit den Schneeschuhen und werden hier auch ein bisschen erkunden, uns der Winterfotografie widmen. Also wir haben ein paar so Projekte, die wir auch vorantreiben. Das ist eines davon. Uli, vielen Dank. Gerne. Tolle Beiträge. Und jetzt geht's weiter. Der Wolfgang Hanisch war so nett und hat mir viele Bilder gesandt. Und mich plagt eben ein schlechtes Gewissen. Er hat nämlich einen super Blogbeitrag gemacht, der noch nicht online ist, aber es ist sich einfach nicht ausgegangen. Aber der wird dann im Jänner kommen. Lieber Wolfgang, magst du ganz kurz was sagen zu dieser traumhaften Montage? Ja. Wir haben da eine Montage aus zwei Workshops, beide in der Werfing-Kanalburg. Und ja, selbe Location, eigentlich innerhalb von ein paar hundert Meter, eigentlich 150 Meter, haben wir verschiedene Hintergründe gefunden und mit drei verschiedenen Models gearbeitet in unterschiedlichen Outfits. Und das ist eigentlich der Titelbild für den Blogbeitrag, und weil halt der Blogbeitrag halt über zwei Workshops halt ist, habe ich einfach von jedem Workshop halt ein Bild halt zusammen montiert. Und eigentlich auch einerseits einmal von der Gesamtansicht, also von der Garn auf der linken Seite, von der Sarah, und die Gezeuge habe ich dann von der Nahaufnahme halt drüber montiert. Ja, finde ich, schaut sehr fein aus. Und wir werden sicher diesen Blogbeitrag entweder im Jänner oder im Februar besprechen. Du hast mir einfach sehr, sehr viele Fotos geschickt, die großartig sind. Jetzt muss ich ein paar davon aussuchen, ja, was eh schwierig genug ist. Aber Wolfgang, vielen Dank einmal und auch für deine Geduld. Gell? Aber, also ich habe nicht vergessen, das wird auch dann das ist einer der Vorsätze fürs neue Jahr. Okay. Also das Aufsuchen auf die Menge war schon schwierig genug, aber wenn du mal noch weiter reduzieren musst, gerne, aber es ist schon nicht einfach. Ja, genau, das Reduzieren ist oft so ein großes Problem. Ja. Sag Oliver, wie tust denn du, wenn du so viele Fotos hast mit dem Reduzieren und mit, dass du die sozusagen dann auf ein vernünftiges
ein vernünftiges Maß bekommst. Du machst ja sehr viele Porträts und so weiter. Die Frage, du meinst jetzt die Bildauswahl oder? Genau, weil einfach, es gibt immer eine große Anzahl an vielen Bildern, ja, aber irgendwie muss man die ja dann reduzieren, weil es geht ja leider nicht, dass man dann alle immer zeigt. Also ich beobachte ja viele Kollegen von mir, also Berufsfotografen aus Salzburg und wir diskutieren auch miteinander, wir tauschen uns auch öfters bei so Meetings aus. Und die haben alle das gleiche Problem. Sie finden nicht das richtige Bild. Und ich mache Hausnummer jetzt für ein Model 40, 50 Bilder und sage, nur das eine ist es, aus. Und da brauche ich gerade einmal eine Sekunde. Genau, also man schaut sich die Bilder auf klein an, also im Lightroom, in der Übersicht. Und wenn die funktionieren, funktionieren sie auf groß auch. Ich glaube, das ist so das Thema. Und viele Fotografen suchen halt dann aus. Und wenn einmal ein paar weggehen, die vielleicht auch gut sind, muss man damit auch leben können. Also vom Prozess her schaut es so aus, also angenommen, ich habe jetzt 200 Bilder für einem Motiv, also ein Model und irgendein Hintergrund, dann schaue ich mal alle durch und markiere mal die mit einem Stern, die mir gefallen. Da bleiben dann nur mehr 3 oder 4 über. Und die 4 gehe ich nochmal durch, so im Schnelldurchlauf, und da habe ich relativ schnell, also innerhalb von ein paar Sekunden, das finale schönste Bild jetzt aus dieser Serie. Ja, cool. Jetzt würde ich ganz gern den Peter mal dazu holen, den Peter Quappel. Peter? Ja, hier. Ja, genau. Und zwar jetzt kommen nämlich die Mondfotos. Du hast ja diese Serie gemacht mit den Mondbildern. Ja. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, weil ich werde die dann gleich einblenden. Nein, ich habe die R7 ausprobiert und habe sie verglichen mit der R5. Weil durch die R7 ist ja APS-C-Kamera, das heißt, du hast einen Cropfaktor von 1,6, aber 35 Megapixel Auflösung. Und da stellt sich halt dann die Frage, ob das Rauschverhalten nicht ein bisschen schlecht ist. Und ich habe das dann verglichen und habe mit der R7 und mit der R5 mit den gleichen Objektiven fotografiert und dann auch den Ausschnitt gleich gewählt. Und da kommen jetzt also zwei Sachen, weil du zuerst gefragt hast, was so die Highlights des Jahres waren. Da siehst du zwei Highlights des Jahres. Das ist das erste, das ist die R7, also die Canon EOS R7. Die ist absolut, zumindest als Zweitkamera, ist die empfehlenswert. Das ist eine handliche Spitzenkamera mit einem wirklichen Potenzial. Und einen geringen Rauschverfahren. Und das zweite Highlight ist, ich verwende DxO, also den RAW-Converter DxO für die Objektivkorrekturen und für das Entrauschen. Und dieser neue Algorithmus des Entrauschens von DxO ist so phänomenal, dass ich mittlerweile mit 12.600 ISO frei aus der Hand den Mond fotografiere und das dann entrausche, und es ist noch immer prügelscharf und man sieht jeden einzelnen Krater, also es ist phänomenal. Also wenn ihr Erfahrungen habt jetzt mit hohen ISO-Zahlen, mit DxO oder was auch immer, schickt uns bitte die Bilder, wir sind total neugierig, wir wollen nämlich diese Antithese erstellen, dass hohe ISO böse sind. Wisst ihr, das predigt man eh schon die ganze Zeit. Na, man muss aber eines dazu sagen, obwohl die R7, wie gesagt, eine APS-C-Kamera ist, also der Sensor doch kleiner ist, und eine 35 Megapixel Auflösung hat, wo man ja gleich sagt, naja, puh, das wird rauschen. Also das Gerät ist phänomenal. Also bis 6400 kannst ohne großen Handicap fotografieren, wie gesagt, mit der DxO Rauschunterdrückung kannst so und so noch wesentlich höher gehen, weil das von DxO, das ist der Vorteil, das kann zum Beispiel Lightroom nicht und auch andere Konverter, ich habe da einiges verglichen und ausprobiert. Das DxO glättet nämlich nicht die ganzen Kontraste, sondern erhält die Kontraste und tut nur das Rauschen rausrechnen. Also das ist so gigantisch, dass man jetzt wirklich in der Nacht aus der Hand fotografieren gehen kann, ohne dass man schlechtes Gewissen haben muss und auch noch vernünftige Fotos kriegt. Klar, bei Sonnenlicht und ISO 400 wird alles sehr viel besser, aber wir wollen ja in den Grenzregionen auch fotografieren, wo es dann fast nicht mehr möglich ist.
Und mit der neuen Technik, also muss man sagen, das sind Sachen möglich, das war vor 5 Jahren undenkbar. Und was vielleicht auch interessant ist, dass die RF-Objektive, die 600 und 800, die sind ja sehr preisgünstig. Und so gesehen ist es für die Leute, die gerne Mond fotografieren oder so ganz lange Brennweiten brauchen, sicher eine tolle Sache. Und der Beta ist natürlich auch. Ich habe da das 800er genommen auf der R7, ich weiß nicht welches von den Fotos. Das ist dann eine Brennweite von 1200 mm. Das musst du schon auf ein Stativ stellen, weil das kannst du aus der Hand, triffst den Mond nicht mehr. Ja. Und also selbst wenn es wenig wackelst, hast du keine Chance. Du brauchst ein Stativ, dass du den Mond noch abschießen kannst. Aber dann natürlich genau mit der Brennweite. Nicht? Und die Auflösung ist trotz einem 1200-Euro-Objektiv, muss ich sagen, obwohl ich jetzt das 100 bis 500 mir gekauft habe, und das sind schon Klassen. Also wenn man dann ins Detail geht, merkt man, was das für ein absolutes Spitzenobjektiv ist. Ja, das fein. RF 100 bis 500. Und der Peter war mit mir in Madeira auch mit und hat jetzt auch ein paar Madeira-Fotos mitgebracht. Und der Peter ist dafür bekannt, dass er immer die besten Motive auswählt. Also beim nächsten Motiv ist ihm das besonders gut gelungen. Also ja, mit Rucksack, dann. Kamera und Stativ, also besser kann es nicht sein. Peter, vielen Dank. Ja. Und wir schauen aber gleich eins weiter. In Santa Cruz unten, blaue Stunde. Also naja, da haben wir ja die Langzeitaufnahmen gemacht. Ne? Genau, genau. Das war ja das. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der Zauberwald. Hochebene in Madeira, also der Lorbeerwald. Und natürlich auch bei diesem Wetter, also einfach bei, wenn es neblig ist, ist es natürlich ganz, ganz was Besonderes. Du hast da noch ja, ein... Das hat mich sehr fasziniert, diese Bäume, weil du hast wirklich so im Sekundentakt, nachdem da so die Nebelschwaden durchgezogen sind, hast einmal den Baum gehabt, der weg war, und der andere hat sich aus dem Nichts herausgeschält. Also man hat da wirklich sehr aufmerksam sein müssen, damit man, weil es hat im Sekundentakt hat sich das verändert. Das war sehr spannend. Und gar nicht leicht, weil es war extrem hell. Also man musste da wirklich mit der Belichtung ziemlich radikal runtergehen. Du hast da noch, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Bild eingesandt. Weil das ist ja da, ich habe jetzt nicht geschaut in die Metadaten, aber doch eine längere Verschlusszeit, also deutlich über dem 30. Das ist dann schwierig. Das gibt natürlich eine irre Dynamik, aber dass es geschafft auch noch ein bisschen was scharf hinzubekommen, dass sozusagen das Foto auch, also das wirkt irrsinnig gut. Martin, schau mal, was das für Zeit ist. Also für die noch nicht oft beim Fotocafé waren, die Korbschlittenfahrer in Madeira in Monte, sind eines der absoluten fotografischen Highlights einer jeden Madeira-Reise. Und das ist natürlich mitziehen und diese ganzen Effekte, die man hier sieht, das ist natürlich perfekt. Also das war Blende 16, ISO 100 und eine Fünftelsekunde. Genau. Aber da muss man dann schon sehr, sehr genau mitziehen. Und da haben wir jetzt noch ein Bild zum Abschluss von Peter. Das war, glaube ich, Cap San Lorenzo draußen, gell? Ja, ganz genau. Ja, also so eine ganz, ganz eine tolle Morgenstimmung. Und da ist immer sehr bewölkt. Dann kommt die Sonne, bricht einmal durch, bricht nicht durch. Aber an dem Tag haben wir eigentlich ein Glück gehabt, weil es einfach so gepasst hat. Das war edel, ja. So, ich habe jetzt auch noch ein paar Fotos rausgesucht, die für mich irgendwie wichtig sind, die für mich eine Bedeutung haben. Und das erste Bild ist der Carlos, also ein Namensvetter in Lissabon, das ist der Wirt dort und das ist das Lokal, wo ich immer essen gehe und der ist derartig freundlich und nett. Also und das ist so ein schönes Erinnerungsbild von uns beiden. Also das gefällt mir besonders gut. Das ist schon das Schöne an der Fotografie, einfach so Momente festhalten, wenn sozusagen was Besonderes passiert und ich freue mich schon sehr, wenn ich dann wieder dort einmal den Carlos besuchen kann. Natürlich Madeira von der anderen Seite, also das ist quasi jetzt der Gegenschuss zu den Korbschlittenfahrern. Die Gruppe ist dann in der Kurve postiert und der Gerald hatte dann die Idee, der meinte, du musst ja ein Foto machen, wo der Schlitten dann unscharf ist.
Und dann haben wir sozusagen im nächsten, also nach der Bildbesprechung, haben wir dann sozusagen dieses Foto gemacht. Also es gibt noch ein witziges Bild. Und zwar, das ist aufgenommen in Porto, in der Fabrik, wo die Nuri-Konserven, da werden die Nuri-Sardinen werden dort eingedost. Und da haben wir eine Führung gemacht und da müssen wir natürlich komplett steril anziehen. Ja, und das war so ein Director's Cut, so ein Making-of. Aber jetzt noch ein Bild, das eines meiner absoluten Lieblingsbilder ist. Das ist im Waldviertel entstanden, eine Spiegelung. Also das war auch so das Thema, an dem wir im Waldviertel gearbeitet haben, also am Fotowochenende. Und das ist auch eines meiner absoluten Highlights dieses Jahres. Du, lieber Oliver, ich würde dir mal bitten, dass du mir die Photoshop-Challenge anwirfst. Ja, da haben wir ein Bild von Karl, der hat da den Adventkranz fotografiert, ja, am zweiten Adventwochenende, also man sieht zwei Kerzen brennen und das ist jetzt das RAW-Bild. Und der erste Schritt ist natürlich die RAW-Konvertierung. Ich habe das da schon vorbereitet mit diesen zwei Ebenen, also da unten liegt das Originalbild und da oben liegt also das vorbereitete Bild. Und wenn ich da jetzt auf das Symbol doppelklicke, weil das ist ein Smart-Objekt, da drinnen liegt die RAW-Datei, lande ich direkt im RAW-Konverter und werde jetzt einmal die RAW-Konvertierung durchführen. Also es ist schön sauber da auf die Lichter belichtet, also man sieht noch genug von den Kerzen, aber da vorne ist es halt eine Spur zu dunkel, aber das ist einer meiner Lieblingsregler, der Tiefenregler, weil der bringt jetzt da ein bisschen mehr Licht in den Vordergrund, vielleicht da mal eine Spur noch den Belichtungsregler höher, jawohl, so hätte ich es jetzt gemacht. Und vielleicht, damit die Stimmung noch ein bisschen wärmer wird, gehen wir von der Farbtemperatur ein bisschen mehr ins Gelbe. Ja, und das wäre es jetzt eigentlich schon für mich, für die RAW-Konvertierung. Ich speichere das Ganze da jetzt mit OK ab und habe jetzt da auf diesen zwei Ebenen einmal da oben die RAW-Konvertierung und wenn ich da am Auge ausblende, sehe ich das Originalbild. Jawohl, und auf das werden wir jetzt aufbauen. Und jetzt ist halt meine Idee, dass ich sage, jetzt haben wir ja den vierten Advent gehabt, leider brennen da nur zwei Kerzen und das Ziel ist jetzt einfach, die anderen beiden Kerzen anzuzünden. Naja, das ist eigentlich gar nicht so komplex. Man hat ja da schon eine brennende Kerze und wenn ich jetzt die mit dem Rechteck-Auswahlwerkzeug auswähle, jetzt habe ich die Auswahl, kann ich jetzt diese Auswahl auf eine neue Ebene kopieren. Das geht natürlich mit Bearbeiten, Kopieren und dann Einfügen, aber der Kurzbefehl lautet Steuerung J und ich habe diese Kerze auf einer eigenen Ebene. Wenn ich jetzt da das Verschieben-Werkzeug anwähle, kann ich jetzt da diese Kerze bewegen. Ich vergrößere das Ganze wieder mal und wir müssen das jetzt versuchen, da auf die hintere Kerze anzupassen. Damit ich das Ganze ein bisschen besser sehe, weil so sehe ich ja die hintere Kerze nicht, gebe ich jetzt die Deckkraft von dieser Ebene, die beschrifte ich gleich einmal, das ist jetzt die Kerze 3 und reduziere die Deckkraft von dieser Ebene auf 50%, weil jetzt schimmert da die andere Kerze durch, ja. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen zu groß, also das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen transformieren, weil ja die Kerze im Hintergrund ein bisschen kleiner ist als die Kerze im Vordergrund. Naja, dann nehme ich einfach da mit dem Verschieben-Werkzeug die Ecke da und transformiere das Ganze mal ein bisschen kleiner, ja. Jetzt passt es noch nicht ganz von der Richtung, weil die ist ein bisschen schräg, die hintere Kerze. Naja, kippen wir das Ganze ein bisschen nur wieder größer, transformieren. So, glaube ich, passt es jetzt einmal. Und jetzt passe ich das noch an, dass das wirklich da, wo der Docht ist, brennt. Jawohl. So, jetzt mit Enter bestätigen, die Deckkraft wieder auf 100% erhöhen. Und jetzt muss ich halt nur noch mit einer Maske da rundherum das Ganze sauber ausblenden. Also ich lege mir da jetzt eine Maske an zur Kerze 3, nehme den Pinsel, schwarze Farbe, und überall dort, wo ich jetzt auf der Maske mit Schwarz male, kann ich diese Stellen wieder ausblenden. Ich mache das jetzt einmal ganz grob.
So, ja, gefällt mir schon gut. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen an den Details arbeiten. Das heißt, Pinselspitze ein bisschen kleiner, wieder weiß, weil da muss ich das Ganze wieder ein bisschen herholen. Ja. So. Dass wir da jetzt einen schönen Übergang kreieren. Ich sehe gerade, wir sind vielleicht eine Spur zu hoch noch. Du bist ja mal lieber, wird, bei dir wird die Kerze höher, wenn sie abbrennt. Ja, ja, gell. Also wir werden es jetzt noch ein bisschen nach unten transformieren. Ich nehme nochmal das Verschieben-Werkzeug, schiebe das Ganze da jetzt noch ein bisschen weiter nach unten. Schauen wir nochmal ein aus. Ja, jetzt glaube ich, passt schon richtig. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen ein Feintuning machen. Das heißt, da muss das Ganze, weil dort, wo die Kerze brennt, wird es ja heller. Und jetzt muss ich den Übergang, jetzt reduziere ich die Deckkraft von diesem schwarzen Pinsel, dass ich da jetzt einen zarten Übergang einmale. Ich sehe gerade da auf der Seite, sind wir auch noch eine Spur zu groß, aber jetzt machen wir mal da den Übergang, dass das jetzt nicht mehr auffällt. Und da auf der Seite muss ich das Ganze noch wegnehmen, wieder 100% Deckkraft. So. Und da werden wir das Ganze jetzt, jawohl. So, schauen wir mal. Vorher, nachher. Ich werde den Übergang noch ein bisschen feiner machen, dass das noch besser ins Bild passt. Jetzt geht ich da wieder auf 20% Deckkraft. Oh, Moment, jetzt bin ich angekommen, wieder einen Schritt zurück. So, wozu hat man das Protokoll? Da waren wir, genau. So, da will ich jetzt noch das Ganze ein bisschen einen schöneren Übergang machen. Ah, jetzt male ich ja auf der Maske, auf der Ebene, ich muss ja auf der Maske malen. Aber im Protokoll einfach diese Schritte wieder zurück und schon habe ich das Ganze wieder korrigiert. Ja, jetzt gefällt es mir gut. So, jetzt fällt es niemandem mehr auf, dass man da hinten also die eine Kerze angezündet. Analog kann man das natürlich dann auch für die vierte Kerze machen. Und jetzt müssen wir nur noch da diesen Docht eliminieren, weil wenn die Kerze brennt, ist der Docht ja nicht mehr da. Also das heißt, ich lege mir da drunter jetzt eine leere Ebene an, nehme den Kopierstempel und versuche halt jetzt einfach da das Ganze. Ich muss das gar nicht so genau machen, weil der Hintergrund ist eher ein bisschen unscharf, da verschwimmt das Ganze. Also in dem Fall haben wir ein bisschen ein Glück bei der Retusche, weil das eh so schön unscharf und verschwommen ist. Ich mache die Werkzeugspitze ein bisschen größer. So, von da oben noch die Quelle definieren und da herunten noch ein bisschen wegstempeln. So, ja. Schauen wir mal, schalten wir ein wieder die Kerze. Ja, perfekt. So, jetzt ist der Docht auch noch weg. Und jetzt schauen wir uns das Bild einmal an. Gibt es jetzt einmal die schöne Ansicht. Jawohl, also gefällt mir schon sehr gut. Aber der Vordergrund kommt mir relativ dunkel vor, da täuscht mir das. Der Vordergrund da? Ja. Ja, ja, also da möchte ich eh noch ein bisschen was machen. Ja. Ja. Aber was ich jetzt noch machen möchte, ist, wenn da jetzt im Hintergrund eine Kerze brennt und da sind wir jetzt schon da an diesem roten Tuch in der Nähe, dann darf meiner Meinung nach dieses rote Tuch da hinten nicht so dunkel sein. Das heißt, ich werde mir da jetzt hinten noch ein bisschen das Licht malen, indem ich einfach mal da eine jetzt Gradationskurve mal anlege, das Ganze jetzt heller mache, das Bild. Also das ist jetzt nur mal die Vorarbeit. Jetzt invertiere ich die Maske mit Steuerung I, damit sie schwarz ist. Nimm mir jetzt da einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe und werde jetzt einfach da auf der Maske diesen Schein da hinten einmalen. Also jetzt kommt am Hintergrund ein bisschen da so punktförmig das Licht, schaut's her, und jetzt schaut das Ganze schon viel natürlicher aus. Natürlich muss ich das jetzt da im Vordergrund wieder wegnehmen. 100% Deckkraft, schwarz. Na, machen wir 80%, dass es nicht so, da nehme ich sie da weg. Schauen wir nochmal. Ja, jetzt gefällt mir das schon sehr gut. Und analog macht man das dann natürlich da auch bei der vierten Kerze. Ja, jetzt wenn ich mir dieses Bild so anschaue, habe ich das Gefühl, also man sieht da wunderschön den Adventkranz und da die Kerzen. Also das ist jetzt nur
mein persönlicher Geschmack oder mein persönliches Gefühl. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt das absolut Richtige ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich vielleicht da oben ein bisschen zu wenig Luft habe. Und das kann ich natürlich jetzt mit Photoshop auch ganz praktisch realisieren. Ich nehme da einfach das Freistellwerkzeug. Du hast recht, Oliver, weil es schaut aus, wie wenn dir sonst ein Bild rausbrennen würde, gell? Ja, 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 also das ist jetzt so mein Bauchgefühl. Ja, und jetzt will ich oben ein bisschen mehr Licht machen, aber ist das Bild so ja da nicht, also ich zeige es euch jetzt nur, ich will ja nicht einfach die Arbeitsfläche größer machen, sondern das Bild soll ja da ein bisschen in den Himmel wachsen. Ich mache den Schritt wieder rückgängig, nehme noch einmal das Verschieben-Werkzeug und da gibt es jetzt eine ganz tolle Funktion. Ich kann hier oben das Werkzeug im Detail trimmen und da gibt es die Funktion inhaltsbasiert. Das bedeutet, wenn ich jetzt da über den Rand hinausziehe, wird natürlich die Arbeitsfläche jetzt größer, aber Photoshop schaut auf den Hintergrund und berechnet dann da diesen Zwischenrand. Und jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Schauen wir mal, ich mache das Ganze jetzt größer und ob Photoshop das jetzt gleich direkt so berechnet. Nein, noch nicht, weil es weiß jetzt nicht genau, welche Pixel zu nehmen sind, weil wir ja da unterschiedliche Ebenen haben. Ich mache den Schritt nochmal rückgängig. Also das heißt, ich muss jetzt von allen Bearbeitungsschritten eine Summenebene machen. Das heißt, jetzt wird eine Pixelebene erstellt in dem Projekt und wenn ich jetzt das nochmal aufziehe, habe inhaltsbasiert angehakt, schaut Photoshop auf diese Ebene und versucht diesen Leerraum zu füllen. Nämlich inhaltsbasiert. So, schauen wir, was da passiert. Lass mal Photoshop rechnen. Perfekt. Das Einzige, was Photoshop nicht gemacht hat, ist, dass da diese Kette mit diesen roten Kugeln und da mit diesen roten Kugeln nicht ganz fortgesetzt wird, aber das werden wir gleich schnell mit dem Kopierstempel noch erledigen. Das heißt, ich nehme da jetzt die Quelle auf. So, Kopierstempel, hier ist er. Die Quelle ein bisschen aufziehen. So, einmal. Und das Ganze noch einmal da, jawohl. Und da wiederhole ich das auch. Ja, schauen wir mal, was wir da jetzt gemacht haben. Also wir haben das Ganze da verlängert. Gefällt mir sehr gut jetzt. Okay, gut. So, jetzt gehe ich dann nochmal auf schöne Ansicht. Ja, und Karl, da sind wir gleicher Meinung. Für meinen Geschmack kehrt da noch ein Licht reingebracht. Ja. Und das würde ich jetzt wieder mit der Gradationskurve machen. Also ich bereite das Ganze jetzt nur vor, weil meine Strategie ist jetzt, ich möchte nicht global überall da jetzt mehr Licht hineinbringen. Das wäre die leichteste Übung, sondern ich möchte jetzt nur Licht reinbringen, wo der Adventkranz Licht hat. Da, da, da hat ein bisschen Licht, da, diese Nüsse haben ein bisschen Licht und da. Und das möchte ich wieder manuell dann mit einer Maske über das Bild auftragen. Also das heißt, ich bereite das Ganze mal vor, nimm den Weißpunkt, mache das Ganze heller, jawohl, und tue das Ganze jetzt wieder die Maske invertieren. Nehmen wir jetzt einen weißen Pinsel, ja, da werden wir 50% Deckkraft machen. Schauen wir mal, ich mache jetzt einmal einen Teststrich, ich kann es noch nicht sagen, ist zu viel. So, nehmen wir mal 20% Deckkraft und jetzt male ich mal da rein, da mal. Da ist, kennt man noch ein bisschen Licht, da noch ein bisschen Licht. Also nur da, wo Licht ist, Licht einmal, weil das erhöht auch die Kontraste und macht das ganze Bild noch stimmiger. Ich zeige euch dann gleich den Vorher-Nachher-Vergleich. Da hinten habe ich auch noch Licht. So, schauen wir, da ist auch noch Licht. Also das, nur dort, wo Licht ist, das Licht ein bisschen verstärken. Und das erhöht auf eine sehr natürliche Weise die Kontraste. So, schalten wir das jetzt einmal ein, aus. Jawohl, also jetzt ist dieses wirklich schön stimmig geworden. Und jetzt könnte man noch uns überlegen, ob man dieses Licht, weil jetzt habe ich ja nur weißes Licht da hineingebracht, ob man dieses Licht, das wir da jetzt hineingebracht haben, weil das Kerzenlicht ist ja ein sehr warmes Licht, noch ein bisschen gelblicher gestalten. Naja, dann nehme ich mir einfach jetzt eine Einstellungsebene, die nennt sich Farbbalance. Wähle jetzt da bei dem Farbton die Lichter aus und ziehe jetzt das Ganze jetzt einmal ein bisschen mehr ins Gelbe und ein bisschen mehr ins Rote. Rote brauche ich gar nicht, vielleicht noch eine Spur mehr ins Gelbe, jawohl.
Okay, das ist einmal die eine Geschichte. Jetzt ist natürlich das ganze Bild in den Lichtern heller geworden. Das wollte ich nicht, sondern ich wollte nur da auf diesen Stellen. Ja, und jetzt sind wir ganz schlau. Ich habe ja da schon diese Maske. Ich zeige euch mal nur, wie diese Maske ausschaut. Die schaut jetzt so aus. Da, wo weiß oder hellgrau ist, wird dieses Licht auf den Adventskranz übertragen. Und dort, wo schwarz ist, passiert gar nichts. Naja, jetzt nehme ich mal die Maske einfach und kopiere sie da oben. Und es geht ganz einfach, indem ich sage, mit gehaltener Alt-Taste die Maske nach oben schieben. Dann fragt Photoshop noch, ersetzen, ja, das wollen wir. Okay, und jetzt habe ich die Maske da und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir da noch dieses Licht so gelblich eingefärbt. Und ich finde, jetzt ist die Stimmung schon ganz wunderbar. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist, und das ist jetzt wieder Geschmackssache, der einem gefällt, dem anderen vielleicht weniger. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen mehr Fokus auf den Adventkranz legen, indem ich jetzt noch eine Vignette auf dieses Bild anwende. Das mache ich ganz einfach da jetzt mit dieser kreisförmigen Auswahl. Schaut, dass die weiche Kante ganz hoch eingestellt ist. Also das heißt, dass dieser Übergang dann wirklich sehr weich erfolgt. Das ist jetzt einmal die Vorarbeit. Und wenn ich jetzt eine Gradationskurve wähle, wird automatisch diese Auswahl auf die Maske übertragen. Also ihr seht, jetzt schaut die Maske so aus, aber ich möchte ja nicht innen das Zentrum abdunkeln, also überall dort, wo weiß ist, wird der Effekt aufs Bild übertragen und dort, wo schwarz ist, wird der Effekt nicht auf das Bild übertragen. Jetzt ist ja gerade verkehrt rum. Naja, mit Command-I oder Steuerung-I kann ich die Maske invertieren, das heißt, okay, da in der Mitte wollen wir jetzt nicht abdunkeln, sondern nur auf die Ränder. Wir wollen eine schöne Vignette bauen. Schalte wieder die Maskenansicht aus. Und wenn ich jetzt da den Weißpunkt nach unten ziehe, kann ich da wunderschön abdunkeln. Das ist natürlich vielleicht eine Spur zu viel, aber so ungefähr. Schaut einmal vorher, nachher. Und so kann man sich jetzt da mit diesem Regler spüren, wie sehr intensiv will ich die Maske haben. Ja. Die Weihnachtskarte ist perfekt, Oliver, gell? Die Weihnachtskarte, und das können wir da noch unten schön herschreiben, Wiener Fotoschule wünscht frohe Weihnachten, ganz genau. Super. Das wäre heute die Photoshop-Challenge. Also ich habe das natürlich wieder recht flott gemacht, aber ihr kriegt ja dann eh die Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von der Wiener Fotoschule, wo ihr das Ganze dann wieder Stück für Stück nacharbeiten könnt. Oliver, das Stichwort Aufzeichnung war jetzt super. Ich habe heute die beiden letzten Sendungen online gestellt. Das war nämlich jetzt ein bisschen mein schlechtes Gewissen, weil das jetzt so lange nicht funktioniert hat. Aber das werde im Jänner wird das wieder regelmäßig sein. Und ich habe jetzt ein bisschen genutzt, um auch noch Werbung in eigener Sache zu machen für das E-Book und für den Online-Fotokurs. Schaut sich das einfach an, ihr könnt es auch gerne verschenken. Und das E-Book ist im Online-Fotokurs integriert. Also wer das schon hat, braucht das nicht ein zweites Mal zu kaufen. Aber Oliver, jetzt mal nur so eine Frage, was sind so deine Ziele? Hast du schon irgendwas vorgenommen fürs nächste Jahr, fürs neue Jahr? Irgendeine Idee, irgendein Projekt? Ja, natürlich. Und zwar, da habe ich schon mit meiner lieben Kollegin aus Niederösterreich telefoniert, eine Profi-Fotografin, mit der schon ein paar die Eva Drostek, also frei. Das ist Oberösterreich aus Weiher, aber das ist ganz Weiher, ja, das ist genau Oberösterreich, niederösterreichische Grenze. Ja, vielen super. Dank, Karl. Ja, also mit der habe ich vor 2 Tagen telefoniert. Ich habe schon auch eine Designerin aus Wien am Haken, die ganz tolle High Fashion produziert. Und da wollen wir wieder gemeinsam ein großes freies Projekt im Sommer starten. Bei der Location haben wir auch schon ein paar Ideen, aber da gibt es noch nichts Konkretes dazu. Also das wird ein Highlight. Wie wäre es mit Stift Göttweig? Ja, also es sind schon ein paar Ideen da. Also danke, Karl, das schreibe ich mir gleich auf. Also es geht nicht nur um die Location, sondern wir haben ein Konzept und es muss natürlich dann auch zum Konzept passen. Was haben wir schon fest am Planen? Das Team rundherum ist wieder dasselbe, also was die letzten 2 Jahre schon war, also Visagistin, Stylistin und das ist einfach ganz toll. Der Wolfgang Hanisch war ja im letzten Sommer auch dabei, der hat ja das auch erlebt. Und hat da mitfotografiert. Also wir werden natürlich auch wieder dann Leute dazu einladen, die da mitmachen wollen. Ja, und das nächste große Highlight, also der Jänner ist schon ziemlich ausgebucht bei mir. Also ich bin den ganzen Jänner schon wieder voll im Einsatz. Und im Februar
habe ich dann wieder ein ganz ein großes Projekt, und zwar ein Kunde von mir in den Kitzbüheler Alpen, also eine ganz eine große Skischule, die hat dann wieder, braucht dann im Februar wieder viel Foto- und Videomaterial von diesen Aktionen, von diesen Kindern oder Erwachsenen, die dort Skifahren lernen. Also die brauchen dann für... Das müssen wir das nächste Jahr schon, oder? Ja, aber wir werden live laufend berichten dann im Februar, was die Kinder und Erwachsenen dort bei dieser Skischule erleben. Und das ist natürlich für mich ein ganz ein tolles Projekt, weil wenn man so gern Skifahrt und in den Bergen unterwegs ist, wie ist das natürlich irrsinnig dankbar, dann, wenn ich das dann machen darf. Ich verstehe. Ich habe auch vielleicht ein paar Ansagen nur, und zwar, ich werde nächstes Jahr mit einem Podcast starten. Oh, cool. Ich möchte einmal im Monat einen Podcast machen. Viele wissen ja von euch, ich bin Facebook hat mich ausgesperrt, also ich bin jetzt definitiv als Karl Füsselberger gesperrt. Mein Konto wurde gehackt, es sind 1.000 Euro abgebucht worden. Visa-Streit gerade mit Facebook, aber man hat überhaupt keine Chance, da irgendwas zu machen. Ich poste jetzt so lieblos über den Bernhard Brenner seinen Account, weil die Wiener Fotoschule gibt es ja noch. Und man kann also nicht mit denen irgendwie in Kontakt kommen. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt mache ich einen Podcast. Das wird das nächste Projekt. Dann, ich hoffe, es wird eine Kooperation mit dem Bezirksmuseum geben, also 15. Bezirk. Und wenn das klappt, dann machen wir ein großes Fotoprojekt gemeinsam. Und zwar die Idee wäre, dass man quasi als Wiener Fotoschule, wer mitmachen möchte, wir fotografieren im 15. Bezirk, wir werden da uns überlegen, was wir machen, und dann eine große Ausstellung. Also es gibt da von Seiten vom Bezirksmuseum gibt es da Interesse an einer gröberen Kooperation. Ja, ich habe übrigens da schon im Bezirkspodcast war ich schon zu Gast, dann werde ich verlinken. Und ich werde jetzt im Nachgang euch dann noch so ein kleines E-Mail schicken jetzt auf die heutige Sendung. Da schicke ich euch wieder einen Link auf die Goodiebox, da werde ich ein paar Artikel von mir reingeben. Also es gibt vom Fotoobjektiv einen neuen Artikel über Licht sehen. Oliver, ich glaube, die Photoshop-Datei werden wir auch reinschmeißen von heute. Ja, gern. Wenn das jemand nachvollziehen möchte. Ja, ich speichere gleich ab. Gut, dass du das sagst. Ja, und ich möchte noch was Neues starten. Ich habe beim Christkind eine Drohne bestellt. Und zwar die DJI, die neue, die Mavic 3 Mini. Das ist auch das Ziel für nächstes Jahr, mal ein bisschen mit der Drohne zu filmen und zu fotografieren. Juhu, ja, cool. Der wäre ich auch sehr interessiert. Ah, super, da kann ich da schon berichten. Da machen wir vielleicht, nimmst du mir mal mit bei so einem Drohnenausflug. Ja, sicher. Aber das ist jetzt sozusagen eine Hobbygeschichte von mir. Also ich möchte es einfach einmal jetzt gerne lernen und probieren. In meiner Madeira-Show habe ich mal jetzt einmal 3 Drohnenvideos habe ich von jemandem bekommen. Also vom Zauberwald, und das ist einfach so, so toll. Ja, den Drohnenführerschein natürlich werde ich auch machen. Übrigens, der Norbert aus Salzburg ist da. Lieber Norbert, ganz, ganz liebe Grüße. Es freut mich sehr, dass du heute in der Sendung bist. Wir haben leider schon länger nichts voneinander gehört, aber ich werde das aber in den nächsten paar Tagen anrufen. Bevor wir jetzt zum Gewinnspiel kommen, am 17.01., also im ersten Fotocafé im neuen Jahr, kommen der Marc Graf und die Christine von Villa in die Sendung. Die werden über ihr Slowenien-Filmprojekt erzählen. Also das wird ganz, ganz tolle Nummer. Einige von euch kennen die beiden. Die waren leider sehr, sehr eingesetzt. Es war die Idee, dass sie vielleicht heute auch kommen, aber die kommen dann im Jänner. Und das werde ich vielleicht auch hier gleich noch einmal in den Chat dran schreiben, dass ihr das wisst. Und dann kommen wir jetzt zum Gewinnspiel. Ich werde einmal ganz kurz den Bildschirm freigeben, dass ihr mal seht. Wir haben da ein paar tolle Preise, so wie ich mich da gerade selber irgendwie ausgetrickst. Jetzt müssen wir noch schnell das richtige Fenster in den Vordergrund bringen. Genau. Wir beginnen von hinten. Und zwar, wir beginnen mit den Büchern. Ich habe da vorne schon mal geschaut, wer da ist. Ein Buch Weitblick vom Herbert Raffald. Da habe ich zwei Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, Oliver. Was hier der Greenscreen macht das Buch unsichtbar. Ich muss nur auf einer schlauen Liste schauen. Das Buch hat gewonnen, da Helmut Kagel. Super, danke. Dann das zweite Buch Weitblick, die Diana. Ich glaube, die ist auch noch da. Und zwar das Wilde Herz Europa von Marc Graf und Christine von Villa. Die Rückkehr von Lux, Wolf und Bär. Ja, mal schauen mal, wer da gewonnen hat. Da haben wir ein Buch für den Peter Quappila. Und das zweite für die Elisabeth. Super, Elisabeth, danke. Ich glaube, du bist auch noch da, oder? Ja, danke. Sehr gerne, schick mal zu, gell? Nein, ich habe noch was vergessen, das Wings Echo von Komfort noch.
Da muss ich noch schon auf einer Liste schauen. Das hat gewonnen der Peter Ficker. Der zweite Preis ist dann der F-Stop Toyota, der Stadtrucksack. Da hätte die Silvia. Die Silvia Otto. Ja, ich bin noch da. Ah, wunderbar, Silvia. Schick mal dazu, gell? Ach super, vielen Dank. Freue ich mich. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Gratulation. Fein. Und dann haben wir noch einen Gutschein über 100 Euro für ein Wings X. Rommelwirbel noch einmal. Da sehe ich den Kurt Nadeje. Kurt, Gratulation. Danke, werde ich für ein Update nutzen. Dankeschön. Ja, dann telefonieren wir morgen. Ja. So, jetzt werden wir das einmal, die Frage werden wir mal stoppen. Jetzt holt der Oliver eh noch da. Ja, wunderbar. Wir haben das letzte Fotocafé des heutigen Jahres gut über die Bühne gebracht. Ich freue mich sehr, es sind heute wieder über 40 dabei gewesen, es sind jetzt noch 39, also wirklich eine sehr, sehr tolle, erfolgreichste Café, gell? Also das wäre auch so unser Ziel, so 40, 50 im Schnitt, das würden wir uns eigentlich wünschen. Und wir sind auf sehr, sehr gutem Weg. Wir werden versuchen nächstes Jahr, wir werden nicht nur versuchen, weil wir wieder ein gutes Programm bieten. Der Oliver und ich sind da eh immer im Austausch. Ja, und vielen Dank für eure Treue, liebe Leute. Und der Andreas Wenninger wird sich auch ein bisschen um die Facebook-Gruppe noch weiter kümmern, soweit es ihm möglich ist. Der Wolfgang schreibt, hast du nicht noch den Rucksack vergessen? Nein, dann hat schon die Silvia gewonnen. Okay, habe ich echt aufgekauft. Okay, das hat doch den kriegst du, gell? Leider. Ja. Na gut, dann wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gut Licht und wir freuen uns sehr, wenn wir euch im neuen Jahr wiedersehen. Tschüss. Ja, pfiat. Tschüss. 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 Tschüss.